Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video, zu meinem neuen Haul-Video. Wie ihr wisst, es werden einige kommen. Möchte aber mit dem anfangen, weil ich von dem Shop schon meine dritte Bestellung habe. Und ja, es einfach Zeit wird, dass ich euch den Shop zeige, vorstelle. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ihr alle habt ich auch schon bei ihr bestellt, aber es ist meine erste Bestellung, die ich bei ihr gemacht habe. Und zwar bei der lieben Sylvie. Ja, Sylvie ist ja Mrs. Iceflower. Hat bis anhin immer für die liebe Doris hergestellt und produziert. Hat sich jetzt nebenbei noch selbstständig gemacht. Und natürlich habe ich auch bestellt. Ich kenne die liebe Silvi jetzt doch auch schon ein Weile. Also, sie ist auch, glaube ich, ziemlich eine von meinen ersten Abonnentinnen gewesen. Ja, und haben mir da natürlich nicht nehmen wollen und haben natürlich auch bei ihr bestellt. Und das ist jetzt eben meine allererste Bestellung. Die dritte wartet jetzt noch auf der Post. Und ich muss vorab was sagen zu dieser Bestellung. Und zwar, dass ich mich leider ein bisschen vertue habe in der Duftauswahl. Also Silvi weiß schon Bescheid, ich habe ihr das alles gesagt. Es ist einfach ein bisschen ein Fehlentscheid von mir gewesen, wenn ich mir ausgesucht habe. Ich habe mal gedacht, ich werde mal mutig sein und tue mich nicht so auf Foodie-Düfte konzentrieren, sondern schaue eher mal ein bisschen nach frischen Düften, nach so Düften, die in mein Schlafzimmer passen würden, weil ich ja eben in dieser Sparte eigentlich eher weniger Düfte habe. Und ja, bin darum ein bisschen auf Düfte los, die sonst nicht so in mein Beuteschema passen. Und es hat sich halt auch leider einfach wieder herausgestellt, dass es auch wirklich nicht so meine Düfte sind. Und ja, aber eben, das ist wirklich alles halt, ja, auf meine Kappe gewachsen sozusagen. Das hat nichts mit der Seele wie ihren Produkt zu tun, weil kann ich jetzt auch gerade sagen, in Kalt duftet alles mega intensiv. Also der Kalteindruck ist super. Es sind einfach die Düfte, die ich mir ausgesucht habe, die mir einfach nicht gefallen. Was jetzt wiederum bei der zweiten und dritten Bestellung dann anders ist. So, aber nichtsdestotrotz würde ich euch gleich meine erste Bestellung zeigen. Und fange mit den Goodies an, die ich bekommen habe. Der erste Duft ist leider ein Duft, aber ich glaube, das weiss Silvi nicht oder hätte sie nicht können wissen. Ein Duft, der gar nicht so auch in meine Richtung geht, ist Amaretto Cola. Also Cola, ja, wieso nicht? Würde ich mal probieren. Aber Amaretto ist ein Duft, den ich schon mal von einer anderen Firma hatte und ja, ich mag allgemein Alkohol, Düft nicht so oder Alkohol und Amaretto ist leider nicht so meins. Der zweite Duft, der ist leider die Verpackung kaputt gegangen. Und zwar habe ich da einen ganzen Scentshot bekommen in der Duftrichtung Vanilla by Noel and Grape. Und ich bin ja eigentlich nicht so Trauben-Fan. Aber durch das Vanilla by Noël ist da ein recht weicher Duft. Also der, muss ich ehrlich sagen, schmeckt kalt fein und der werde ich auch behalten. So, dann habe ich mir so eine Schokotafel bestellt. Die finde ich einfach optisch schon wieder so cool. Und zwar in der Duftrichtung Rice Petals and Chia. Da hinten, ich weiß gar nicht, hat es noch so Glitzerli, könnt ihr da sehen, mega herzig. Und Rice Petals and Chia habe ich auch schon von einer anderen Firma mal gehabt. Ja, und eindeutig so ein bisschen Wellness-Duft werde ich fürs Schlafzimmer verwenden. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ist jetzt sicher keiner, wo ich mir den ja, wieder nachkaufen werde. So, dann habe ich mal so Scentshots bestellt. Und zwar in der Duftrichtung Sugar Cookie Winterberries. Und der muss ich sagen, der schmeckt noch fein. Also Beere, süß, ein bisschen künstlich. Aber den werde ich garantiert ausprobieren.
So, der zweite ist auch ein rosarote und heißt Feenstaub. Das ist auch ein bisschen ein floraler, leicht grüner Duft. Eher dezent. Ja, werde ich wahrscheinlich auch im Schlafzimmer ausprobieren. Wäre er stärker, müsste er wahrscheinlich weggehen, aber so könnte er noch verträgen. So, und ein Duft, den ich ganz daneben gehauen habe, den ich doppelt habe, ist Watercress and Aloe. Und der ist, mega intensiv. Ich finde, der schmeckt herb grünlich. Ein bisschen wie so ein strenges Männerduschgel. Ja, also hat wirklich grünliche Noten und ja, leider gar nicht meins. Also die zwei werden weggehen. Dann habe ich drei Clamshells bestellt. Zuerst zu dem, den ich mega fein finde. Und zwar ein Duft, das schon mal gegeben hat von ihr. Und das ist Cucumber Splash. Finde die Mini-Lippe. Seht ihr da? Mega herzig. Ja, das ist so ein frischer, spritziger Gurkenduft. Und ich habe Cucumber Splash schon mal von Ennis gehabt, als Duschmus und habe schon mega fein gefunden. Also, auf den bin ich gespannt. So, und jetzt kommen wir zu einem Duft, wo ich weiss, das ist heiß begehrt in ihrem Shop, wo auch schon wieder ausverkauft ist zum zweiten Mal. Und ja, ich mag ihn nicht. Meins ist er halt nicht. Und zwar ist das Nivea Cream. Das ist ja das Tube zu der Nivea Creme. Und ich habe auch Nivea Creme da zuhause. Und finde es auch fein. Und es schmeckt auch. Es ist wieder sehr ein authentischer Duft. Also wirklich getroffen. Schmeckt eindeutig nach Nivea Creme. Nur habe ich Bedenken, dass es mir dann zu intensiv ist. Also, es ist ein Duft, wo ich mich dann gefragt habe, ja, will ich denn wirklich, dass meine Wohnung oder mein Schlafzimmer nach Nivea Creme duftet? Und ich glaube, ich muss die Frage beneinen. Also, es ist mir dann, glaube ich, doch zu viel des Guten und darum wird die weggehen. Und die letzte Clamshell, genau dasselbe, ein heiß begehrter Duft bei ihr, leider aber gar nicht meins, ist Schwarzwälder Kirschtorte. Und auch da, ich habe nicht überlegt, es heißt ja Kirschtorte. Und ich finde, der Duft hat auch wirklich eine käsige Note drin und ich mag Käseduft gar nicht. Ich mag Schwarzwälder Torte, aber den immer ohne Käse. Und ja. Es ist zwar ein Foodie-Duft, ein schockiger Duft, aber die Käse kommt eindeutig durch und geht leider gar nicht drum. Ja, also ich weiß die zwei begehrtesten Düfte, aber mein Geschmack sind es leider gar nicht. So, und dann kommen wir zum letzten Teil, zum ja optisch schönsten Teil und den mag ich auch wirklich. Das ist das hübsche Kunstwerk. Ein Dörtli. In der Duftrichtung Strawberry White Cake. Strawberry White Cake kenne ich schon von anderen Shops. Und wie gesagt, ich bin momentan ein bisschen auf dem Erdbeeren-Trip. Und ja, der ist sehr erdbeerig. Und erdbeerig süß, also schon auch sehr ein süßer Duft. Ein spritziger, erdbeeriger Duft. Und ja, auf den bin ich sehr gespannt. Und freue mich auch. Also, das ist dann schon wieder mein Stil. Ja, aber eben im kalten Zustand alles wirklich ziemlich sehr duftintensiv. Sie hat doch ziemlich große Auswahl. Sie hat eigentlich
konstant offen, also auch jetzt über die 4 Tage und so. Ich glaube, ist wirklich Iceflow ist der einzige Shop, wo offen hat. Und sie hat jetzt in der kurzen Zeit, seit sie offen hat, auch wirklich schon sehr viele Restocks gemacht. Also sie kreiert wirklich häufig neue Sachen, auch neue Formen, was ich eh mega hübsch finde. Ich finde, es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie verschickt das Zeug auch schnell und es kommt auch wirklich schnell an. Und genau, ich habe noch bei ihr eine Duftlampe bestellt. Die habe ich vergessen, euch zu zeigen. Jetzt haben die aber nicht gut holen, weil dann müsste ich da über Kabel und so steigen. Sie hat die Lampe noch im Shop. Ich glaube, sie heißt Schwarz-Weiß. Also sie hat so eine weiße Schale und dann so ein schwarzes Holzgerüst. Und ja, ich liebe auch die Lampe, weil es hat auch eben einen recht grossen Behälter oder eine grosse Schale. Und ich tue ja gerne viel schmelzen. Also die Lampe liebe ich, passt auch zu meiner Wohnzimmereinrichtung schwarz-weiß. Und eben ja, leider die meisten nicht meine Düfte, hat mich aber nicht daran gehindert, natürlich zum nochmal bestellen. Eben die zweite Bestellung habe ich schon da, habe dort auch mehr Foodix bestellt, habe dort natürlich eben schon viel mehr Sachen, die ich mag. Und die dritte Bestellung, auf die freue ich mich auch riesig. Da habe ich den Abholzettel von der Post. Die hole ich dann heute oder morgen. Freue ich mich auch schon riesig. Dort hat es auch Düfte, wo ich sehr gespannt bin. Und ja. Also, ich kann euch den Shop an sich wirklich nur empfehlen. Iceflower. Geht vorbei. Ich glaube, es heißt ja. Ich habe immer durcheinander Iceflower, Iceflowers. Ich weiß nicht, wie du. Es heißt Iceflower. Ja. Also, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Haul-Video. Macht's gut und tschüss zusammen.